Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dankeschön, dass ich heute da auch ein bisschen was erzählen darf von unserer Region. Mein Name ist Max Salcher, ich bin der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Kitzbüheler Alpen-Brixental. Das ist also diese Region, wo ihr euch heute befindet. Und ich möchte euch heute näher bringen unseren Weg, wie wir mit den Pedelecs Kontakt aufgenommen haben, wer wir eigentlich sind und wie das bei uns in der Historie so funktioniert hat und vielleicht auch noch ein paar Zukunftsaussichten. Also, wir haben vor 11 Jahren hat es in Tirol eine tourismuspolitische Veränderung gegeben. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wir waren sehr klein strukturiert. Jeder Ort hat seinen eigenen Tourismusverband gehabt und dann hat bei uns die Politik gesagt, die Einheiten sind viel zu klein. Das muss alles viel größer werden. Groß ist Marketingkraft bündeln und dann groß ist auch alles viel besser. Und aus dem Grund sind wir dann Westen auf Brixen-Kirchberg fusioniert worden, also auch mit der Keule fusioniert worden von Landespolitik. Sie können sich vorstellen, die Ortskaiser, die großen Betriebe, die wollten das überhaupt nicht. Und da ist aber der Druck so stark geworden, dass wir das gemacht haben. Und wir haben uns letztendlich in den letzten Jahren, in den letzten 9 Jahren gefunden und sind jetzt ein Tourismusverband, einer von 32 von 38 Tourismusverbänden in Tirol. Soweit einmal, wie wir strukturiert sind. Das ist auch der Grund, ich habe 3 Orte zu betreuen. Das ist Westen auf Brixen-Kirchberg. Das ist auch der Grund, warum wir in den letzten Jahren das E-Bike-Festival abwechselnd in jedem Ort gemacht haben. Entschuldigung für die, die heute da nicht hergefunden haben. Das ist in dem Fall unsere Schuld, aber wir wollen natürlich alle unsere Orte mit in Szene setzen. Unser erster Kontakt war mit den E-Bikes und Pedelecs war 2008 in Waldsassen bei der Firma Ghost. Das ist einer unserer Marketingpartner und Wirtschaftspartner. Und da habe ich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Da ist ein Vortrag eines Schweizers ist da anlässlich dieser Eröffnung gewesen und der hat eine These aufgestellt. Da waren, ich glaube, 280 deutsche Händler waren da geladen und wir als Partner waren da auch und wir haben da alle zugehört, was auf dem Sektor, auf dem Zukunftssektor E-Bike alles geben soll. Und der hat die These aufgestellt, in 6, 7, 8 Jahren ist er der Meinung, dass der Wirtschaftsumsatz, der Industrieumsatz mit den E-Bike-Rädern ca. 40-50% der Fahrradindustrie betragen wird. Sie können sich vorstellen, 2008, alle haben lauthals gelacht. War unverständlich für viele, dass so ein Schweizer uns so einen Blödsinn erzählen kann. Und er hat diese These ganz hart verteidigt und heute, wenn wir rückblickend uns das anschauen, dann muss ich sagen, dieser Mann hat recht gehabt. Der nächste Kontakt war dann 2009 beim Tiroler Radgipfel. Wir haben dann nach diesem Erlebnis haben wir gesagt, also alles was E-Bike oder was Pedelec oder was E-Mobilität ist, das werden wir als Verband in Zukunft weiter verfolgen. Und sind aus dem Grund auch nach Innsbruck gefahren und haben bei diesem Radgipfel 2009 teilgenommen. Und da haben wir dann die Kooperation mit Movelo begonnen. Da haben wir dann einen Andi Sänger kennengelernt, unter anderem auch unseren ehemaligen Partner. Und wir haben uns damals entschlossen, ja, also das könnte was werden. Wir haben sehr viele Seitentäler, wo unsere Gäste, wir haben nicht nur sportliche junge Gäste, wir haben auch viele ältere Gäste, also 50 plus, 60 plus, die es nicht mehr schaffen, in unsere Seitentäler, in unsere südlichen Seitentäler hineinzuradeln. Wir haben auch sehr viele Berge. Und aus dem Grund haben wir gesagt, ja, wir machen das. Wir haben da dann das System aufgesattelt, wie man so schön sagt, und haben 40 Verleihräder bei unseren Betrieben in der Region positioniert. Und haben dann schnell gesehen, dass diese Region
für die Pedelecs nur unsere drei Orte viel zu klein ist. Also das hat nicht funktioniert. Wir haben dann Gespräche mit unseren Nachbartourismusverbänden geführt, mit Kitzbühel Tourismus und der Ferienregion St. Johann und hatten dann im nächsten Jahr, 2010, bereits 150 Verleihräder auf dem Markt. Alles mit der Firma Movelo realisiert. Im Jänner 2011 sind dann andere Tourismusverbände noch zu uns hinzugestoßen. Das war der Kaiserwinkel, das war Kufstein, das Wildschinau, Billerseetal. All diese Tourismusverbände haben sich unserem Projekt angeschlossen. Und wir haben gesagt, jetzt haben wir die Größe erreicht. Wir haben eine eigene E-Bike-Karte ins Leben gerufen auch. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte gewesen. Am Anfang, wir haben ja kein Know-how gehabt. Wir haben gesagt, ja, die Radlfahrer, die sollen mit unserer Mountainbike-Karte Radfahren gehen. Und da sind wir aber dann sofort eines Besseren belehrt worden, bereits einige Tage nach der Erstausgabe dieser Karte, dieser Mountainbike-Karte für E-Biker, sind die ersten mit blutigen Knien und Abschürfungen zu uns ins Büro gekommen und wir haben da gesehen, also das funktioniert nicht. Wir können den E-Bikern 60 plus nicht eine Karte geben, die unsere Bergstrecken beinhaltet, sondern wir müssen hauptsächlich die Talstrecken, die südlichen Seitentäler, also leicht befahrbare Strecken, müssen wir denen schmackhaft machen. Und das waren halt einfach so Lerneffekte und wir haben dann eine eigene E-Bike-Karte kreiert über die gesamte Region, über all diese Tourismusverbände und wir haben gesagt, wir wollen jetzt auf der ITB den Startschuss machen. Wir glauben, wir sind die größte E-Bike-Region der Welt. Also das, wir waren natürlich sehr selbstbewusst und die Firma Movelo hat uns bekräftigt und hat uns gesagt, also sie kennen keinen größeren Verbund, der so viele E-Bikes auch einsetzt, alle damals mit dem gleichen Akkuwechselsystem. Und wir haben im März 2011 auf der ITB eine Pressekonferenz gehabt und haben unsere Region als größte E-Bike-Destination positioniert. War sehr großes mediales Interesse, mehr als 70 Journalisten waren da und das war für uns auch sehr, sehr positiv, denn anschließend sind verschiedenste Firmen auch an uns herangetreten, also Stromerzeuger, die Tiroler Wasserkraft ist der größte Stromerzeuger in Tirol, der ist dann zu uns herangetreten, hat uns seine Dienste angeboten und was uns sehr gefreut hat, wir haben unsere Region auch touristisch positionieren können mit diesem Auftritt in Berlin. Also das ist wirklich, das ist über Nacht gegangen, war sehr, 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 sehr toll und heute noch, wenn irgendwelche Recherchen von irgendwelchen Wiener Industriekonzernen sind, die rufen uns immer noch an. Also die suchen in ihren Unterlagen und dort drin ist die weltgrößte E-Bike-Region und da wollen die hin und die kontaktieren uns und das ist für uns natürlich sehr, sehr positiv. In weiterer Folge, also da habe ich nochmal die ganzen Zahlen, also 9 Tourismusverbände, 42 Tiroler Orte, 1800 Quadratkilometer Fläche, 1000 Kilometer Radrouen. Und wir hatten 300 E-Bikes oder wir haben 300 E-Bikes der Firma im Verleih. Wir haben 79 Verleihstationen in Hotels, Tankstellen, Sportgeschäften, 62 Ausflugsziele mit Akkuwechselstationen. Das waren damals Akkuwechselstationen, das sind jetzt Ladestationen. Die Ladestationen, erfahrungsgemäß braucht man die jetzt fast nicht mehr, weil einfach die Leistung der Akkus so gestiegen ist. Und eben die angesprochene Karte mit 90 E-Bike-Touren. Wir repräsentieren mit unserer E-Bike-Region ca. 20% des Tiroler Tourismus. Also wir sind da auch sehr, 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 sehr starker, sehr starker Player innerhalb von Tirol. Natürlich haben wir eine Internetseite damals ins Leben gerufen, die E-Bike-Welt, die eben verlinkt auf alle Orte mit allen Angeboten. Und dann haben wir festgestellt, ja, Produkt haben wir, Positionierung haben wir, wo hapert's und hapern dort bei der Bewusstseinsbildung. Also wir haben da
wirklich gesehen, die Vermieter, die haben ja keine Angebote für dieses Produkt. Und das war dann richtig die Knochenarbeit, dass wir versuchen mussten, den Vermietern das schmackhaft zu machen. Bitte, da gibt es einen riesigen Markt, schnürt ihr pauschal, macht ihr das, macht ihr jenes. Und wir haben auch festgestellt, alle unsere Leute wollen auf die Berge. Wir haben natürlich vom Winter her eine perfekte Infrastruktur mit Bergbahnen und Liften. Und es war verboten, dass man Räder mit den Bergbahnen transportiert hat. Also das hat teilweise technisch funktioniert, weil die Bahnhöfe in den Bergbahnstationen umgebaut werden mussten. Es hat keine Hacken gegeben, dass man die Räder mit draufnehmen kann. Die Räder, die E-Bikes waren zu schwer, aber auch die Mountainbikes haben die damals noch nicht transportiert. Und es hat viele Gespräche bedurft, damit das dann funktioniert hat. Der momentane Status ist, alle Bergbahnen transportieren unsere Räder, sowohl normale Bikes als auch E-Bikes. Und das Bewusstsein in der heimischen Bevölkerung, ich sage jetzt mal, ist gestiegen. Auch wenn ich jetzt schaue, wer fährt mit den Pedelecs, mit den E-Bikes, meine Freunde, meine Bekannten, teilweise viel jünger wie ich, ich bin da nur eine Ausnahme, die haben alle E-Bikes. Die haben aber nicht nur E-Bikes, die haben dann ein Rennradl daheim und die haben auch ein normales Mountainbike. Und wenn man vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, vor 20 Jahren in österreichischen Schilling, alles was mehr wie 5000 Schilling ausgegeben wurde für ein Hobby, das Radfahren geheißen hat, dann hätte man das verneint. Also das war die absolute Schmerzgrenze, 5000 Schilling. Wenn ich jetzt denke, das wären 300 Euro, was sich da auch in Sachen Preis verändert hat, und dann hat man nicht nur ein Rad, dann hat man zwei Räder, drei Räder teilweise, muss ich sagen, Hut ab vor einem so einen tollen Hobby. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Es hat dann auch noch Schwierigkeiten bei uns gegeben mit unseren Hüttenwirten. Die Hüttenwirte, die haben gesagt, also ein Wahnsinn, jetzt kommen da auf einmal mit den Radlfahrern daher. Unsere guten alten Wanderer werden plötzlich belästigt von E-Bikern. Nicht unten im Tal ist ja das klar, aber oben. Und die kommen nicht mit Muskelkraft darauf, sondern die haben irgendwelche Unterstützung. Also das war am Anfang nicht gern gesehen. Letzte Woche hatten wir eine große Veranstaltung, den Kitzalpbike. Zur Vorbereitung des Kitzalpbikes haben wir natürlich die Streckenführung abgefahren, sind zig Hüttenwirte da dabei. Und da hat sich die Meinung grundlegend geändert. Grundlegend geändert. Also da habe ich jetzt Informationen bekommen, an guten Tagen, unter vorgehaltener Hand, sagt er mir, du Max, also die Wanderer, 40 Radl stehen bei mir draußen, 40 Radl. Und wenn ihr dann schaut, das sind 39 E-Bikes, nur ganz wenig kommen noch mit den normalen Rädern. Und die Wanderer, ja, die Wanderer, das geht gut, die haben Platz, also das funktioniert alles gut, sagt der Hüttenwirt. Gell? Ist natürlich nicht ident mit den Wegbesitzer, weil wir in Tirol natürlich jeden Laufmeter an Radwegen vertraglich absichern müssen und vertraglich regeln müssen mit den Grundstückseigentümern. Und das ist eine richtige Knochenarbeit. Und natürlich die Bikeschulen. Die Bikeschulen, Bikeschule bei uns, können sich vorstellen, Kurt Exenberger, Nationaltrainer, ehemaliger Nationaltrainer der österreichischen Mountainbiker, ist plötzlich konfrontiert mit E-Bikes. War auch nicht so einfach. Hat gesagt, ja, das ist halt so ein Trend, das werden wir uns anschauen. So Trend gibt es jedes Jahr. Aber mittlerweile, alle seine Guides machen auch E-Bike-Touren. Also das ist ganz, ganz, ganz die Normalität und das funktioniert alles bestens. Natürlich die Veränderung der Akkus hat sich niedergeschlagen.
hat das Akkuwechselsystem wegrationalisiert, hat, glaube ich, wird in Zukunft auch die Ladestationen fast überflüssig machen, die Leistungsfähigkeit. Es gibt viele Anbieter. Wir haben natürlich auch bei uns in der Region dann andere Radhersteller und andere Firmen noch angeboten, mit uns zusammenzuarbeiten. Und plötzlich, das Einschneidende ist eigentlich, plötzlich identifiziert sich auch der Einheimische mit dem Produkt Radfahren E-Biken. Also das war wie bei Nordic Walken. Früher ist man, wenn man mit den Stöcken gegangen ist, war man totaler Außenseiter, hat man im Morgengrauen gehen müssen, weil das war nicht chic, das war nicht in. Gleich wenn man mit dem E-Bike ist, man belächelt worden. Heute, wenn ich mit meinem normalen Mountainbike unterwegs bin, habe ich oft den Eindruck, dass ich belächelt werde. Also es ist wirklich ganz, ganz interessant. Plötzlich ist es chic, es ist in, es ist modern. Du bist Außenseiter, wenn du kein E-Bike hast. Das hat sich bei uns ganz, ganz stark verändert. Und natürlich die Trends, Fett-E-Bike, die kommen dazu. Also ist sicher bereits gesagt worden, auch die Kinder-E-Bikes. Da habe ich ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zu dem Thema Kinder-E-Bikes. Ich bin immer der Meinung, die Kinder, die sollen sich bewegen, die sollen selber treten. Aber wenn ich dann mit Familien spreche und sage, du, sie machen einen Radausflug, ihr Kleiner kommt mit einem normalen Rad, schafft er das nicht, und mit dem E-Bike hat er auch die Bewegung und kann da mitfahren, dann muss ich drüber nachdenken. Wer ist jetzt da im Recht oder wie schaut das aus? Natürlich Enduro. Auch diese Dinge haben bei uns dann letztendlich Einzug gefunden. Wir haben dann 2015-16 die E-Bikes, diese Festivals gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen am Ball bleiben, wir wollen bei den führenden Regionen mit dabei sein, die dieses Angebot anbieten. Und wir sind ja ein Tourismusverband, und im Tourismusverband, das ist ja politisch beeinflusst natürlich, da müssen auch Budgetmittel bereitgestellt werden, und es hat auch große Überzeugungskraft gebraucht, bis wir letztendlich für die Bewerbung dieses Themas und für die Positionierung dieses Themas die finanziellen Mittel bekommen haben. Und das ist natürlich jetzt sehr toll, weil wir gesagt haben, nicht nur die E-Bikes, das ist für unser Thema, wir haben jetzt auch ab 1.12. die kostenlose Benutzung, sondern die gesamte Mobilität ist für uns ein Thema. Wir haben die gesamte Benutzung der öffentlichen Busse und der Bahn zwischen Wörgl und Fieberbrunn auch für unsere Gäste realisiert. Und da hat uns dieses Thema Mobilität, E-Bike, sehr, sehr geholfen. Und ein einschneidender Wiedervortrag, wenn man irgendwo ist und wenn man was hört, dann prägt das einen. Das war ein Ausflug vor 2 Jahren auf dem Filzalmsee, und da habe ich ein Radl gesehen und einen Vortrag gehört, was bringt die Zukunft? Und die Zukunft hat geheißen, legt eure Räder nicht in Ketten. Also das war sehr, 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 sehr einschneidend für mich auch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen bei diesem Vortrag dabei gewesen ist. Hat wieder ein Schweizer gemacht, der hat ein Rad vorgestellt, gemeinsam mit der TU Hamburg, glaube ich, Hamburg war das, ja. Genau, der keine Kette, das Rad hat keine Kette, hat keinen Kardanantrieb, sondern ist einzig und allein Batterie, Computer, Seil und Antrieb. Kann man dann auch noch erweitern, braucht man keine Bremse mehr, kann alles vom Motor ausgesteuert werden, braucht man keine Schaltung mehr. Also der Herr Shimano hätte schlecht geschlafen, wenn er diesen Vortrag gehört hätte. Also soweit, was bringt die Zukunft? Werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Momentan sind natürlich die Batterien, die Leistungskraft der Batterien in aller Munde. Ich bin jetzt auch schon am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen, ihr verbleibt bei uns, verbringt ein paar schöne Tage, und freue mich auf ein paar nette Gespräche mit Ihnen und sage Dankeschön, dass ihr da seid. Danke. Applaus